Okay, okay, okay. Ich seh schon. Wir gehen straight rein in die Lights auf jeden Fall. Bam! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer bist du. Heute gucken wir uns Teil 3 der Flavors-Reihe von Tarek und Senji an. Die sind produziert von Cosmo und Jamal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wenn euch die Reaction gefällt, abonniert gerne den YouTube-Kanal. Wir sind kurz vor 6000 Abonnenten. Wenn ihr einen Onkel habt oder einen Cousin oder einen Schwager dritten Grades, der diesen Kanal noch nicht abonniert hat, dann sagt ihnen Bescheid und dass sie abonnieren sollen. Ja? Außerdem schickt mir gerne eure Songs, wenn ihr selber Musik macht, auf Instagram. Denn dann könnt ihr in den Deutschrap Newcomer Livestream jeden Montag vorkommen. Und jetzt, lass es nicht lange reden. Tarek, Senji, Flavors Part 3, Risky. Let's get it. Let's go. It's Jamal behind the stove, nigga. Cookie! Zombies auf Born, so wie Nino und Sarah will ziehen kein Tilo. Klage ist dicky, Strafmaß risky, Mann bringt Peace, kein Hippie. Magenknurren so wie Pity, Sweet One, come to the O-Gate, Lady. Freistaat heißer wie Texas, risky, 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 risky. Zombies auf Born, so wie Nino und Sarah will ziehen kein Tilo. Klage ist dicky. Die Sarah-Tilo-Line ist sehr, sehr lustig. Ja? Ich versuche diesmal hoffentlich, wenn ich alles mitkriege, ein bisschen mehr auf die Lyrics einzugehen, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen so das Markenzeichen von dieser Flavors-Reihe, dass du wirklich ausrastest, ja. Deswegen fand ich auch Flavors 2 so unfassbar nice, ja. Dicky, Strafmaß, risky, Mann, bring Peace, kein Hippie. Magenknurren so wie Pity, Sweet One, come to the O-Gate. Freistaat heißer wie Texas, risky, 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 risky. Aus Bahnhofer Alkoholiker, schnauzt sich bei Apotheke Antibiotika. Hat Hausverbot in jedem Edeka, klaut jetzt ein Pivo und Beefy bei Rewemann. Ich bretter mir 3 Liter Gin plus Tonic. Du trinkst ein Bier und bist blau so wie Sonic. Bro, mach Papier, kein Comic. Durch Platten wie ein DJ, kein Comic. Aufs. Okay, okay, okay. Ich seh schon. Wir gehen straight rein in die Lights auf jeden Fall. Eine Frage an euch. Wer carried eurer Meinung nach momentan den deutschen Drill, ja? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wer ist aktuell eurer Meinung nach der beste Drill-Artist? Ich bin der Meinung, es verschiebt sich auch immer so von Release zu Release so. Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, Tarek und Senji, boah, die Jungs, die haben auch ein gutes Team hinter sich, deswegen, let's go. Auf Session, Kopf auf Pilot, oder Hofgang round im Round, we go. Hektik, Hektik, man braucht Rex in sein Nike. Tech fließt, sie ist mit uns und geht nicht ans Handy. Lil Baby in die Elementen. Stack it up, weil ich muss ableveln. Stack it up, weil ich muss ableveln. Beamtin will Persos mit Laune wie Cersei. Weil ich glaub, dass sie vergessen hat, vorhin schwitz ich beginn ihren Tramp. Ich hab auch schon bei Flavors 2 gesagt, ich find's so nice, wenn man einfach einen Untertitel hat zum Mitlesen. Weil die Jungs rappen ja auch relativ schnell, auch mit einem kleines bisschen mit einem Akzent so. Tampon zu wechseln. Bro, holt mich ab, mach ein Session. Ein Becher mit mir, du kriegst Bauchweh. Du setzt dich schneller wieder auf deinen Arsch wie eine fette Frau, die zu schnell aussteht. Outtown Sensei, bis ich drauf geh. Zombies auf Born, so wie Nino und Sarah will ziehen, kein Tilo. Klage ist dicky, Strafmaß risky, Mann, bring Peace, kein Hippie. Magenknurren so wie Pity, Sweet One, come to the O-Gate, Lady. Freistaat heißer wie Texas, risky, 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 risky. Zombies auf Born, so wie Nino und Sarah will ziehen, kein Tilo. Klage ist dicky, Strafmaß risky, Mann, bring Peace, kein Hippie. Magenknurren so wie Pity, Sweet One, come to the O-Gate, Lady. Freistaat heißer wie Texas, risky, 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 risky. Ich find's auch nice, dass gerade bei dieser Flavors-Reihe, da geht's ja eben um dieses Bars und dieses Rappen an sich, so, dass sie dann ein Video gedreht haben, wo sie sich eben so abwechselnd einfach das Mic geben und so, finde ich sehr, sehr nice. Und ich finde, wir könnten wieder mehr rappen im Deutschrap, ja? Wir könnten wieder mehr so eine Sessions machen, wo man wirklich einfach ausrastet. So ein bisschen wie dieses UK-Ding. Könnte ich mir sehr, sehr nice vorstellen. Vielleicht habt ihr ja Bock, dass ich sowas in Zukunft mache, ja? Dass wir vielleicht irgendwie irgendwo ein Mic aufstellen. Gone on, loose on, run. Keine Tabusta-Bow. Broski gab Elva mit Lubutos. Mach kein Film, das hier ist zu viel Smoke. Smoke mich high wie die Enterprise. Ihr singt bei den Cops wie die Jackson 5. Ei, renn, wenn Sirenen schreien. Ei, red nicht am Fond, das rein. Lebe jeden Tag in den Tag, Tag ein, Tag aus. Trap House, rein, raus, Pack auf, Ort, rein, aus. Wenn die ein, aus, atme ein, aus. Deine Pussy-Jungs sind am Singen so wie Winehouse. Geld in die Tasche rein, Geld wieder raus. Ein Mutter kommt rein und dein Bruder kommt raus. Tu mir den Gefallen, hau rein, ich muss raus. Immer in den Automat rein, aber nie raus. Nicht wie Pokémon, doch dein Pack, ich catch das. Back to the Block und finesse das. Hol Brot, brech das. Stretch das, sie ist Kripus, kreisen mit dem Opel Vectra. Wenn du das Klima nicht verträgst und enter. Gang, Gang, doch step für mich selber. Sensei Bob mit der Schwert so wie Zelda. Zombies auf Born, so wie Nino und Sarah will ziehen, kein Tilo. Klage ist dicky, Strafmaß risky.
geht schon gut nach vorne, ja. Im Vergleich muss ich aber, glaube ich, sagen, dass mir Flavors 2 noch ein bisschen besser gefällt. Liegt aber eher daran, an den Lines, die in Flavors 2 vorkommen. Da kommen viele Anime-References, sowas feiere ich halt einfach so. Das connectet mehr mit mir persönlich so. Aber auf dem Song gehen sie auf jeden Fall so härter rein, was den Flow angeht. Und der Beat ist auch ein bisschen nicer und sowas alles. Deswegen, man kommt immer drauf an, so was für einen jetzt wichtiger ist. So. Skiman bringt Peace, kein Nippel. Magenklon, so wie Pitty, Sweet One, come to the O, get litty. Freistaat heißer wie Texas, risky, 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 risky. Songs of Porn, so wie Nino und Sarah will ziehen, kein Tilo. Klage, Sticky, Strafmaß, risky, man bringt Peace, kein Nippel. Magenklon, so wie Pitty, Sweet One, come to the O, get litty. Freistaat heißer wie Texas, risky, 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 risky. It's your mom behind the stove, nigga. Okay, ja, das war's mit dem Song. Was sagt ihr zu der ganzen Geschichte? Ich fand's sehr, sehr hart auf jeden Fall. Flavors 3 sind, glaube ich, meine Lieblingssongs von den Jungs. Ist immer sehr, sehr nice. Man weiß immer, es kommen nice Lines. Es wird geil gerappt. So einfach so ein bisschen so Back to the Roots mäßig so. Aber halt auf diesem Drill-Film. Deswegen, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten folgt mir auf Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, was auch immer. Folgt mir überall. Ich küsse eure Augen. Bis dann. Haut rein. Bow! Ciao.